draufpeitschen. Ich hoffe, ich mache ihm überhaupt Schaden. Jawohl, noch ein Schlüssel. Okay, der Gegner hat mich ein wenig überrascht. Da hoch kann ich nicht, oder? Doch, ich habe doch die Affenform. Ja, genau. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich hier verschiedene Formen habe, die ich einsetzen kann. Das hat man sonst in Spielen nicht unbedingt. So, hüpf, hüpf, hüpf. Da komme ich nicht durch. Aua. Aha. 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 Oh Gott. Nein. Nein, immerhin habe ich den Warp-Skip gefunden. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Na toll. Na toll. Das war ja so klar. Ich verwandle mich zurück. Ich möchte versuchen, ob ich nicht Herzen von den Viechern bekomme. Weil die gehen ja schnell kaputt. Edelsteine? Hm. Ja, geht weiter. Nanu? Ah, da ist der andere. Ja, ein Herz. Wunderbar. Mission geglückt. Dann können wir jetzt auch ohne Gefahr zurück. Da oben war nichts mehr. Und hier geht's durch. Hm. Okay, da kommen wir nicht durch. Wahrscheinlich kommen wir hier wieder zum Aufzug. Wäre zumindest sinnvoll. Also würde zumindest Sinn machen. Weil das war ja eine Etage über dem Gitter hier. Deswegen könnte das durchaus sein. Naja, egal. Gehen wir erstmal nach rechts weiter. Da oben kommen wir ja noch nicht lang. Und gucken mal, was wir hier so finden. Blaue. Hä? Hä? Was zur Hölle macht er denn? Ach so, wahrscheinlich schießt er auch Blitze. Und weil er blau ist, wird er von mir angezogen, weil ich ja rot aufgeladen bin. Cool. Sehr schön. Das heißt, sie können mich nicht verletzen. Was ich schon mal sehr gut finde. Und da komme ich hoch. Aua. Okay, sie können mich doch noch verletzen, aber sie können halt keine Blitze mehr schießen. Oh, geht weg. Geh weg. So. Das ist eine ziemlich coole Mechanik. Gefällt mir sehr gut. Mal gucken, was haben wir hier noch? Also, ich habe das Spiel ja vorher noch nie gespielt, deswegen spiele ich es ja auch blind. Ist ja klar, steht ja in der Beschreibung. Was zur Hölle? Moment, ich verwandle mich in einen Affen. Und, ich habe es mir ausgesucht, weil ich viel Gutes darüber gelesen habe. Und weil es halt auch ein Spiel ist, das sonst kaum jemand gespielt hat. Aber die Reviews haben nicht übertrieben. Es ist wirklich... Also einer hat geschrieben, dass einem der Mund teilweise offen steht, wenn man hier sieht. Also wenn man nur die normalen Gameboy-Plattformer kennt, die es halt so gibt, dass einem der Mund offen stehen wird, wenn man das hier spielt. Und ja, er hat durchaus recht gehabt. Also ich kenne natürlich mittlerweile schon einige andere Plattformer, die auch ziemlich coole Ideen haben. Aber für ein Gameboy-Spiel, das ist ziemlich genial. Ach nee, Stacheln und schon wieder so ein... Wie soll ich den denn besiegen? Aua. Geh kaputt. So. Jetzt... Oh nein, spring. Oh Gott, nein. Ich habe kein Leben mehr gehabt. Verdammt. Okay, nochmal. Wäre doch gelacht, wenn wir den nicht besiegen könnten. Moment. Aua. Ja, genau. Nein! Was? Och nö. Ich habe kein Leben mehr. Und die Stacheln sind auch ein sofortiger Tod. Das ist ja... Verdammt nervig. So, komm her. Ah, du kannst nicht da durchrollen. Haha. Ich habe deinen Schwachpunkt gefunden, du Golem. Und vielleicht gibst du uns auch einen Schlüssel. Das wäre ziemlich nett von dir. Na toll, du gibst uns keinen Schlüssel. Blöd, Mann. Ich möchte hier eigentlich nicht so runterfliegen. Wow. Aha. Aha. Das wird angezogen, das andere wird abgestoßen. Okay. Wenn ich jetzt das mache, wird das angezogen, das abgestoßen. Ah, interessant. Aber dafür kommen wir nicht mehr zurück. Also, was die hier aus dieser einfachen Mechanik machen, ist ziemlich cool. So, runter, rechts, Affentanz. Upp, upp. So, klettern wir mal hoch. Und gucken, was wir hier unten finden. Nicht, eine Krabbe. Noch eine Krabbe. Was wollt ihr von mir? Stirb! Und verletzt mich bloß nicht. Ich habe nicht mehr so viele Leben. Genau genommen habe ich gar keine Leben. Was soll denn das? Geh kaputt. Du willst auch schießen? Ihr seid ziemlich schießwütig. Ah, nein, das wollte ich nicht. Jetzt sieht man das wieder nicht. Ich habe zwei Shantaes. Das heißt, ich sollte doppelten Schaden machen, theoretisch. Durch die Zwillingsminze. Aber ich weiß nicht genau, welche Shantae getroffen werden darf und welche nicht getroffen werden darf. Anscheinend so in der Mitte. Hey, Moment, da kann ich bestimmt hoch. Moment einmal. So, hopp und hopp. Na toll, na gut.
Dann machen wir das mit dem Affen. Dann kann ich die Wand ja hochklettern. Weil das sieht doch sehr verdächtig nach einem Geheimgang aus. So, blauer Affe. Nein, na gut, roter Affe. Aha, aha. Toll. Und das hat mir jetzt was genau gebracht? Ach so, damit kann ich dann nach links, wenn ich rot brauche. Das könnte es eventuell sein, weil ansonsten verwandle ich mich ja zurück ins Blaue. Und das könnte eventuell hier nützlich sein. Man weiß es nicht. Da sind Stacheln, da komme ich nicht lang. Das kann ich... Vielleicht muss ich das zu mir holen, okay. Dann müssen wir das anders machen. Erstmal gehen wir hier hoch und bringen den da drunter. Und dann kann ich nicht weiter irgendwie holen. Okay, dann mache ich erstmal die Vasen kaputt. Dann kriege ich da unten als Affe wieder rein. Los, Shantae, tanze mich! Tanze für die Zuschauer! Yay! Mach dich zum Affen! Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ah, genau. Jetzt kommt der hier runter. Komm her. Und komm mit. Wir brauchen dich hier hinten. Komm mit, komm mit. So, jetzt kann ich mich nämlich hier zurück in Shantae verwandeln und mir holen, was auch immer da drin ist. Ein Schlüssel! Aber wir haben noch keine Tür gefunden, in die dieser Schlüssel passen könnte. Naja, egal. Gehen wir erstmal weiter. Das finde ich auch cool, dass man sich nicht hier ständig verwandeln muss, sondern dass sie extra Plattformen einbauen, dass man auch normal als Shantae da rumlaufen kann. Das heißt, das Affe-Sein wird nie besonders nervig. Ups. Okay, Schlüssel schon wieder weg. Und was ist das? Ah. Ein Geheimgang. Wir kriegen eine neue Verwandlung. Hoffentlich. Danke, dass du mich befreit hast. Einst war ich die Wächterin dieses Labyrinths, aber eine schreckliche Kreatur hat mich hier eingesperrt. Für deine Nettheit werde ich dir einen magischen Tanz beibringen, den du benutzen kannst, um das Böse zu verhindern. Beobachte mich genau. Oh. Aha. Runter links. Nicht runter rechts, sondern runter links. Okay. Du kannst den... You can review the dance moves on the subscreen. Ja, das kennen wir schon. Practice hard and never forget them. Ja, wir werden sie gut trainieren. Also runter und links. Hm. Und wir sind ein dicker roter Elefant. Und wir können... Wow. Wir sind sehr langsam. Wir können auch nicht schneller, aber wir können... Bam. Kann ich noch was anderes? Nein, kann ich nicht. Oh mein Gott. Wir sind ein Elefant, Leute. Wir haben zwei Powers. Ja, da kann ich besonders hoch springen. Aber ich laufe jetzt nur noch als Elefant rum. Das ist der Shuttle-Elefant. Ah, blau. Na toll, hier kann ich nicht hoch. Nein. Na gut. Verwandeln wir uns zurück. Verwandeln wir uns in einen Affen, oder? Moment, komme ich zurück, wenn ich rot bin? Das ist die Frage. Wenn ich nicht zurückkomme, muss ich mich blau machen. Okay. Rot war anscheinend die richtige Wahl. Aber ich muss wieder die Affenform annehmen. Runter und rechts. Wutsch. Der Affe ist viel kleiner als der Elefant. Ich meine, klar, Elefanten sind auch größer als Affen. Das ist normal, aber hier komme ich nicht weiter. Okay, ich brauche anscheinend doch das Blaue. Dann holen wir uns das mal eben. Jupp. Und durch den Geheimgang rasen. Der rasende Affe namens Shantae. Hui. Oder die rasende Äffin. Besser gesagt. So, ne, da komme ich nicht durch. Dann müssen wir es auf der Seite machen. Und dann kann ich hier wunderbar durch. Und jetzt muss ich da die rote Farbe annehmen. Hä? Moment, gibt es da einen Geheimgang? Toll. Das bringt's voll. Da ist ein rotes Ding, sodass wir nicht da durchkommen, aber dann ist da ein Geheimgang. Toll. Schlechte Dungeon Design. Also, nein, eigentlich cooler die Dungeon Design, weil man das als Spieler erst finden muss, aber für den, der den Dungeon gebaut hat, zu einem gewissen Zweck, ist das eher weniger gut. Moment, jetzt muss ich mal probieren, ob ich da das mit dem Elefanten zerstören kann. Runter und links. So. Hüpf, hüpf. Nö, kann ich nicht, aber vielleicht von oben. Moment, das möchte ich ausprobieren. Und tanze, Shantae, tanze für mich. Na, mach schon. Nein, das war der Affentanz, verdammt. Nochmal zurück. Ich habe erst zwei Tänze und ich komme schon durcheinander. Na toll.
Das kann ja noch was werden. So, der schöne Tanz. Wunderbar. Hüpf. Hüpf. Nein, das geht nicht kaputt. Schade. Geht das wirklich nicht kaputt? Kann ich nicht noch irgendwie irgendwas machen, um mich schwerer zu machen? Nein? Na gut. Dann eben nicht. Und ich kann mir nicht raus als Elefant. Na toll. Dann verwandeln wir uns wieder zurück und laufen den ganzen Weg zu Fuß. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier nach oben und da als Elefant weiter. Und ich meine, irgendwo wäre noch was anderes gewesen, aber hey, da ist noch ein Warp Squid. Also das ist der, den wir vorher gesehen haben. Okay, gucken wir mal. Runter und diesmal nach links, denn wir wollen ja den Elefanten und nicht den Affen. Und tada, Benjamin. So, jetzt bin ich gespannt. Das hier ist doch... Ja, das ist das, wo wir den anderen Warp Squid her haben. Aber wie kommen wir dann zu dem Warp Squid, der... Moment, da muss es doch bestimmt einen Geheimgang geben. Ich verwandle mich nochmal in den Affen. Runter und rechts. Dann gucke ich mir mal hier die rechte Seite von diesem... Ah! Genau, das war das auch, wo ich dachte, da ist noch irgendwo was. Runter und links. Und hier ist... Nein, das wollte ich nicht. Da war doch noch ein Geheimgang, oder nicht? Moment. Ich möchte das jetzt ganz genau wissen. Hä? Ich krieg den Tanz gerade nicht hin. Hallo, Chantae, tanz doch mal bitte richtig.